Shawnee, ein Schornsteinfeger auf Abwegen. Heute bei Was will ich mal werden? Schornsteinfeger. Was macht ein Schornsteinfeger eigentlich den ganzen Tag? Schornsteinfeger Shawnee hat immer alle Hände voll zu tun. Von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ist er auf seinem Fahrrad unterwegs. Heute ist sein Terminkalender ganz besonders voll. Sein erster Kunde ist Herr Huber. Auf geht's zu seinem Haus. Guten Morgen, Herr Huber. Grüß Gott. Ja, ich komme zur Kaminüberprüfung. Ja, bitte, kommen Sie rein. Und jetzt geht's los. Ran an den Speck. So war das aber nicht gemeint. Die Arbeit ruft. Komisch. Ich höre gar nichts. Ach, Shawnee. So, fertig mit dem ersten Kunden. Und schon geht es weiter zum nächsten Haus. Er freut sich, wenn er seine Kunden glücklich macht. Ab und zu kann es auch vorkommen, dass der Kunde nicht zu Hause ist. Dann muss Shawnee ein Briefchen an der Tür hinterlassen, um mitzuteilen, dass er da war. Er schreibt auch immer gleich einen neuen Termin dazu. Stopp! Erst klingeln und prüfen, ob wirklich niemand zu Hause ist. Dein Ernst? Was sollte das jetzt gerade? Flirten kannst du in deiner Freizeit. Und schon geht es weiter zum nächsten Termin. Shawnee radelt, was das Zeug hält. Er hat heute viel zu tun. Shawnee hält an, denn sein Telefon klingelt. Shawnee hält an. Shawnee, halt jetzt an. Sofort. Ups. Du meldest mich? Und holt sein Handy aus dem Fahrradkorb. Jetzt geh an das verdammte Handy. Ach so, sorry. Schornsteinfeger Shawnee, Ihr heißer Feger, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Moment mal. Junge Dame, jetzt mal langsam. Ich kann Sie doch gar nicht verstehen. Wo wohnen Sie? Ja, kenne ich. Ich bin sofort bei Ihnen. Er düst schnell zur angegebenen Adresse, denn jetzt geht es um die Wurst. Was um alles in der Welt tust du da? Du hast Wurst gesagt? Mensch, du hast hier einen Notfall. Beweg dich! Laut Paragraph 4 Arbeitsgesetzbuch steht mir eine Pause zu. Aber nicht jetzt, nicht bei einem Notfall. Kannst du nicht einmal tun, was ich dir sage? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Fahr weiter! Wie soll ich dich verstehen, wenn du dich jedes Mal so unklar ausdrückst? Schornsteinfeger ging spazieren. Mein Glück, dass Sie da sind. Kommen Sie schnell mit. Ja, was ist denn der Schuh? Der Schuh sitzt einwandfrei. So langsam wird's mir echt zu blöd. Das Problem liegt im Keller. Kommen Sie mit. Gemeinsam betreten sie das Haus. Mal schauen, was da los ist. Boah, ist das eine Hitze hier. Genau, das ist ja das Problem. Um meinen Keller hat sich schon lange keiner mehr gekümmert. Okay. Das Problem liegt ja wohl eindeutig hier an der Heizung. Shawnee, das ist nicht dein Fachgebiet. Du musst sie leider abweisen. Sie braucht einen Heizungsinstallateur. Keine Sorge, Frau Sommer. Heiße Sachen sind mein Spezialgebiet. Also mir reicht's. Macht doch, was ihr wollt. Ich bin raus. Asche auf mein Haupt. Okay, Cut. Heiße Sachen sind mein Spezialproblem. Gebiet.